Leute, ich bin heute hier, um euch zu informieren, dass Varillon nominiert ist für die Goldene Henne, nicht? Ja, und weiter? Ja, man kann für ihn voten, alle 5 Sekunden. Ja, bis Freitagabend kann man voten, oder nicht? Superordet ihn, sag ich euch. Gönnt ihr, das heißt supported und nicht superordet, du Altkopf. Bis Freitag, lasst ihn die Goldene Henne gewinnen, ihr Knilch. Gönnt ihr, sag mal, du sollst nicht die Leute beleidigen, die sollen voten für Varillon. Hör auf, die zu beleidigen, du senile alter Zirkusaffe. Bist du nicht dicht, oder aber was? Aber Hand vorm Eisen beim Voten, sag ich euch. Ja, solange sie mit der anderen Hand voten, ist mir das egal, eigentlich. Also, alle in die Videobeschreibung gucken, den Link anklicken und alle 18,7 Millionen mal voten für ihn. Leute, macht das mal. Wirklich, es sind 5 Sekunden. So, kann ich starten, oder? Ja, ich hab alles da. Nice, der Film soll echt gut sein, ne? Ich hab noch nicht so wirklich gehört von dem. Warte mal ganz kurz, kannst du vielleicht original Ton anmachen? Was? Das soll die deutsche Synchro, das mag ich nicht so. Ernsthaft? Nee, ohne Witz, das halte ich nicht aus, die 120 Minuten. Ach komm, du kannst doch den Film jetzt so gucken, oder nicht? Kannst du bitte den Originalton anmachen? Und Untertitel auch bitte noch? Untertitel auch noch? Was soll das denn? Ja, manchmal versteht man den Akzent nicht und dann brauche ich ja den Untertitel dafür. Lass uns das doch einfach auf Deutsch gucken. Nee, das möchte ich nicht. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Wir gucken jetzt den Film weiter und gut ja, ist. Also interessiert dich mein Wunsch absolut gar nicht, oder was? Sind wir jetzt schon so weit? Wie kann man sich das denn angucken mit dieser absolut unwürdigen Synchronisation? Ist das schlecht alles hier, ehrlich? Willst du jetzt echt damit bezwecken, dass ich die Synchro umstelle, oder was? Ja, man kann sich den Film so nicht angucken, beim besten Willen. Warum denn nicht? Ja, bei Game of Thrones zum Beispiel. Im Englischen heißt es ganz cool Jon Snow und im Deutschen Jon Schnee. Was ist denn das? Ja, und? Das hört sich absolut lächerlich an. Ja, bei Breaking Bad zum Beispiel Walter White die Hauptfigur. Walter Weiß. Was ist denn das? Der heißt doch nicht Walter Weiß. Außerdem nervt es total an, dass die Stimmen permanent leiser sind und man den Ton immer lauter drehen muss. Und wenn eine Action-Szene dann kommt, dann ist total laut auf den Ohren und man muss wieder runterdrehen. Und? Das in der Originalsprache halt nicht so, das ist alles perfekt abgestellt. Das fällt aus, wir gucken jetzt die deutsche Synchro. Soll ich dir noch einen Brief schicken, damit du das checkst, oder was? Warum hältst du denn so viel Kraft an der deutschen Synchro fest? Mann, wie ich das hasse, dass Leute einfach nur die deutsche Synchro haten, um edgy zu sein, Alter. Der Einzige, der gerade edgy ist, bist du. Können wir jetzt den Film einfach weiter gucken? Ja, mach doch. Dankeschön. Es war so klar. Kannst du bitte aufhören, mit den Chips so laut zu rascheln? Ja, wie bitte meine Chips essen? Du frisst wie ein Schwein, reiß dich doch mal zusammen. Ich esse lediglich meine Chips und gucke einen Film mit schlechter deutscher Synchro. Lass mir in Ruhe. Hör auf jetzt! Darf ich jetzt nicht mal mehr meine Chips essen, oder was? Ja, es nervt halt einfach und ist zu laut. Ja, dann mach doch den Fernseher lauter. Mach ich halt lauter, halt einfach die Klappe, Junge. Ist gut jetzt? Okay. Gib her! Hör auf, mir meine Fernbedienung wegzunehmen! Entweder wir gucken Originalton oder ich zerschmetter die! Wir gucken deutsche Synchro! Entweder wir gucken Originalton oder ich vergesse mich! Weißt du was? Wir gucken im Originalton, okay? Na endlich! Aber in anderen Filmen! Und welchen? Chihiros Reise ins Zauberland! Ist ein japanischer Zeichentrickfilm! Wir gucken ihn ganz entspannt im Originalton und ohne Untertitel, weil so ist es ja am besten, ne? Ja gut, dann hat sich mein Japanischkurs ja gelohnt, ne? Kannst du bitte den Originalton anmachen?